Ja, es Herbst jetzt, ne? Wenn wir eins früher unbedingt haben wollten, unbedingt, wissen Sie, noch vor der Modelleisenbahn, dann war das eine Carrera-Bahn. Der absolute Knüller, der Mega-Hype und dabei so schön crashfreundlich und unkaputtbar im Grunde. Aber, tja, mal ganz ehrlich, wann haben Sie denn Ihre Carrera-Bahn das letzte Mal gesehen? Vor 10 Jahren? 20? 30? Tja, in Hamburg gibt es einen Rally Racing Carrera Club für hartgesottene Fans. Die machen jedes Jahr eine Rennmeisterschaft. Der Höhepunkt, die 24 Stunden von Hamburg. Allerdings in Kaltenkirchen. Martin Zander war im Boxengässchen und wenn Sie jetzt ganz genau aufpassen, dann können Sie gleich bei mir einen Satz echter Reifen für Ihr echtes Auto gewinnen. Die ersten Runden der 24 Stunden von Hamburg. Höchste Konzentration bei den 6 Teams. Jetzt gilt es, sich möglichst schnell von der Konkurrenz abzusetzen. Thomas Vogt und sein Team sind auch diesmal wieder ganz vorn dabei. Der mehrfache Carrera-Cup-Meister ist auf Alfa Romeo unterwegs. Das Ziel des Hamburgers, die Titelverteidigung. Ein bisschen Pech hatte ich beim Überrunden in der Anfangsphase, aber das gehört zu so einem 24-Stunden-Rennen ja dazu. Und das wird sich über die Distanz sicherlich ausgleichen. Das Entscheidende eigentlich in der Anfangsphase ist jetzt wirklich keine großen Crashs riskieren, Auto schonen, trotzdem zügig fahren und nicht viel Zeit zu verlieren. Das Reglement bei den kleinen Rennern ist mindestens genauso streng wie bei Schumi und Co. Die Mini-Boliden müssen bis ins Detail so aussehen wie ihre großen Brüder. Wird der Maßstab 1 zu 24 nicht genau eingehalten, droht die sofortige Disqualifikation. Als Profi kennt sich Ralf Volland aus, aber leider nur im großen Renner. Das nützt dem deutschen Rallye-Meister bei den 24 Stunden von Hamburg ziemlich wenig. Er startet für das sogenannte VIP-Team. Wir haben jetzt in der Anfangsphase so einen technischen Defekt gehabt. Ich kann ganz schlecht einschätzen, wie sich das auswirkt, wobei natürlich wir alles Hobbyfahrer sind in unserem Team. Also wir wollen, schauen wir mal, dass wir nicht unbedingt so allerletzter werden. Vielleicht vorletzter wäre doch ein schönes Ziel. Hektik vor dem Start im Fahrerlager. Hier werden noch einmal die Elektromotoren überprüft. Schließlich sind die 24 Stunden im Dauereinsatz. Steffi Bartmann ist auf Peugeot unterwegs. Samstags shoppen gehen? Nicht das Richtige für die rasende Mama. Sie zeigt ihren männlichen Kollegen lieber, wie man gefühlvoll Gas gibt. Mein Freund hat mich vor 4 Jahren hier mal mit hergeschleppt und ich habe gedacht, was sind das alles für Verrückte, die hier mit den Spielzeugautos rumfahren und irgendwann ja, hat es mich dann gepackt. Ich bin das erste Mal mitgefahren ja, und dann seitdem seit 4 Jahren dabei und mit Spaß an der Sache. Zum Titel reicht's am Ende trotzdem nicht. Den holt sich das Team Powersport auf Porsche. Die Plastikkisten-Schumis konnte diesmal keiner stoppen.